Der Ton verschärft sich auch im Internet. Zum Beispiel hier so im Internet so scharfe Töne wie in einer Internetfernsehsendung. Der Krieg der größenwahnsinnigen Quacksalber. Das ist natürlich zu hart formuliert, denn die irren sich nur. Das ist nur ein Irrtum. Das ist in der Marktwirtschaft, ist die Welt nun mal voller Irrtümer und dann geschehen halt auch solche Irrtümer. Dann ein großer Fernsehsender in Österreich, Servus TV, der wohl auch die beliebte Talkshow Talk im Hangar produziert, hat einen Talk gemacht mit Sucharit Bhakti, mit Professor Bhakti. Ja? Und da sind so Dinge wiederholt worden wie, ja, Übersterblichkeit fände nur statt in Ländern mit schlechten Gesundheitssystemen, sagte Professor Bhakti. Und ja, ansonsten wiederholte er, dass es entsetzt ist über diese nicht durch Daten wirklich gestützte, ja, Shutdown-Praxis, ja. So, dann haben wir wieder die übliche Hetze gegen Schweden. Immer wieder versucht man, aber bevor ich darauf eingehe, erst einmal noch die zweitgrößte Partei Österreichs hat eine Petition gegen den Corona-Wahnsinn losgetreten. Und das wird in großen Medien in Österreich berichtet. Also in Österreich ist also das Thema des Frontalangriffs auf die Regierung Kurz also schon in den großen Medien angekommen, weil während bis jetzt das in Deutschland noch in den kleinen und Internetmedien ist, aber naja, was nicht ist, wird vielleicht auch noch kommen, ja. So, dann die Hetze gegen Schweden. Jetzt gucken wir es uns nochmal sachlich an, ob hinter dieser Hetze was stimmt, außer Propaganda-Willen, ja. Erstens muss man feststellen, dass 4 europäische Länder mit Shutdown eine viel höhere Übersterblichkeit aufweisen. Das haben sogar die Hetzer sozusagen sogar zugegeben. Also 4 europäische Länder bei Euromomo kriegen dort eine viel höhere Übersterblichkeit als Schweden gekennzeichnet. Und das, obwohl Schweden, und das wird auch von den Hetzern berichtet, sich fast völlig normal mittlerweile verhalten würden wieder, weil sie auch genervt sind, auch durch die Empfehlungen genervt sind. Und deswegen wurden 5 Restaurants geschlossen, weil da wieder ein Gedränge war, wieder, also ein völlig normales Gedränge. Also ja, jetzt müssten doch eigentlich alle Schweden tot umfallen, ne? Und dann wird gesagt, von den 2.462 Toten, wahrscheinlich der letzten 3 Monate, gehe ich mal von aus, angeblichen Corona-Toten, seien ca. 1.300 davon in Pflegen und Altenheimen geschehen. Man sagt in Schweden, ja, man hätte vielleicht irgendwie doch noch besser die Pflegen und Altenheime früher und schneller schützen sollen. Auf der anderen Seite rechnen wir jetzt mal nach, auf was sich diese Hetze bezieht. Ja? Gehen wir wieder auf den Taschenrechner. Wo ist unser Taschenrechner? Da ist er. Ist er gut ausgerichtet? Ja, ich glaube, es ist gut so. Ich glaube, Sie können es gut sehen. Ne? Also, wir haben in Deutschland pro Jahr 940.000 Tote, ganz normal. Jedes Jahr in Deutschland 940.000 Tote. In Schweden haben wir nur ein Achtel, mit 10 Millionen Einwohnern nur etwa ein Achtel. Also müssen wir das schon mal durch 8 teilen. Geteilt durch 8 gibt
In Schweden sterben also jedes Jahr ganz normal 117.500 Menschen. Ganz normal, ohne jede Aufregung, ohne dass sich irgendeiner daran stört. Ne? Dann haben wir in den letzten, also die Sache läuft ja jetzt schon, das sind ja eigentlich schon 4 Monate, aber sagen wir mal, es wären nur 3 Monate. 3 Monate würde jetzt das Virus in Schweden sich zügig ausgebreitet haben. Und dann müssen wir das durch 4 teilen, weil 3 Monate sind ein Vierteljahr, durch 4 ist. Das heißt, wir haben in 3 Monaten eine ganz normale Sterblichkeit von 29.000. Da wir aber Winter hatten und da normalerweise eine Wintersterblichkeit vorliegt, müssen wir sagen, so vielleicht sagen wir mal einfach, statt 29.000 wohl ganz normal in den 3 Wintermonaten 34.000 Tote, völlig normal, ja? Und jetzt 2.462 Tote, 34.000, 10% wären 3.400 Tote. Also, wir haben quasi ungefähr eine 6-prozentige, also maximal, wenn diese Toten jetzt in diesen normalen Toten nicht drin wären, haben wir ungefähr 6% Abweichung vom Normal. Wegen 6% sich aufzuregen, also ich wiederhole nochmal, wir hatten also 34.000, 2.400 davon, also 3.400 davon wären ja 10%, 2.400 vielleicht 6-7%. Und allerschlimmstenfalls wäre es also so, dass die Schweden von 34.000 auf 36.000 sozusagen sich ausgeweitet hätte und das wäre immer ein Wachstum von 6%. Wären es 10%, dann hätten sie 3.740 haben müssen. Ungefähr über 3.700 jedenfalls. Und ja, also eine 6-prozentige, also von 34.000 auf 36.462. Das rechtfertigt keine Hetze gegen Schweden. Und das, wo jetzt in den letzten Wochen offensichtlich die Schweden sich fast völlig normal verhalten, also überhaupt nicht sich an irgendwelche Shutdown-Empfehlungen in letzter Zeit mehr gehalten haben. Und trotzdem hat man nur von 34.000 auf 36.000 gestorben, wobei das ja nicht feststeht. Kann ja sein, dass die 2.462 Toten in Wirklichkeit sich innerhalb dieser 34.000 befinden. Ja? Aber wir gehen mal davon aus, das seien alles zusätzliche Tote. Und gehen mal davon aus, dass die weltweite Panik da keine Rolle gespielt hat. Auch die wirtschaftlichen Probleme, die ja dadurch, dass die ganze Welt außenrum stillsteht, wurde natürlich auch die schwedische Wirtschaft stark in Mitleidenschaft gezogen. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass dadurch hier zum Beispiel Selbstmorde mit dabei sind bei den 2.462 aus wirtschaftlicher Not heraus oder andere Effekte sind natürlich nicht auszuschließen. Aber unterstellen wir jetzt mal, es wären alles zusätzliche und echte Corona-Tote, dann wäre das also von 34.000 auf 36.462 Tote. Also ich finde das nicht dramatisch. Also wenn da jetzt stehen würde, von 34.000 auf 44.000 gestiegen, naja,
Das ist immerhin nennenswert, ne? Das wäre ja immerhin so ungefähr fast ein Drittel, ja? Aber von 34.000 auf 600.000, 36.000, da kann ich keine Dramatik drin erkennen. So, ich verweise auf unsere Mittagssendung, also die letzte Nummer, und verweise auch nochmal, dass es da ja in der Playlist, News und Talks Playlist Nummer 2, auch ein neues Video ist. Ich erinnere mich gerade nicht mehr, welches es war. Das war mit ein Video, eine Sendung mit Dr. Hans-Georg Maaßen, der auch den Shutdown kritisiert hat. Ne? Ja, und abschließend muss ich natürlich wieder eine kurze Beweisführung reinbringen. Kurz anklicken. So, warum kritisieren wir hier seit 25. Februar 2020 schon die mögliche Unrichtigkeit des Umgangs mit Corona? Warum haben wir ein so tiefes Misstrauen gegenüber den Medizinern, den Normalmedizinern, den Durchschnittsmedizinern? Wir haben ja die Ausnahmemediziner, Wodak und Co., wir haben die nextscientistforfuture.de und die dort in enthaltenen kritischen Ausnahmemediziner. Aber der Durchschnittsmediziner, warum halten wir von dem so wenig? Weil hier, Beispiel wieder, wir haben Dr. Markus Kralls geliebte Marktwirtschaft als Bedingung. Dann haben wir hier den ersten Früharzt, der noch in der Wahrheit lebt und der sagt, ja, toll, wie toll ihr in den Kommunen lebt, wie euer Liebesleben so toll und befriedigend ist und wie ihr euch gesund, nur rein naturbelassen ernährt. Da habt ihr starke Immunsysteme und braucht von mir eigentlich gar keine Hilfe. Das ist ein guter Früharzt, ja. Und jetzt kommt aber unter Bedingungen der Marktwirtschaft, taucht auch automatisch jemand auf, ein Früharzt auf, der sich irrt. Und der sagt, nein, ihr könnt ruhig bedenkenlos diese moderne künstliche Ernährung essen, die ist genauso gesund wie die naturbelassene Ernährung. Und außerdem Krankheiten, die kommen immer nur dadurch, dass ihr sozusagen viel zu wenig Impfungen, Tests und Operationen und Bestrahlung und Chemotherapie habt. Also ja, und dadurch werden die Leute darin verführt, diese ungesunde, krankmachende, moderne Ernährung zu essen, werden regelmäßig krank. Dieser Früharzt kann ganz viel verkaufen, kann hier 2 Kinder ernähren, 3 Enkel, 2 Urenkel und so weiter. Eine Großfamilie normaler Medizinprofessoren entsteht und die tragen alle diese gewinnbringenden Irrtümer mit sich. Ich habe jetzt nur ein Beispiel gemacht, den gewinnbringenden Irrtum dass die krankmachende Ernährung der Moderne problemlos sei. Und der nächste Irrtum könnte zum Beispiel lauten, ja, nee, Viren und Bakterien sind super stark und super gefährlich und totale Killerviren und da können nur meine Behandlungen helfen und so weiter. Also diese hypochondrische Tendenz wäre das dann noch. Ja, und deswegen, wegen dieses naturwissenschaftlichen Beweises, dass unter den Bedingungen der Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall als Chefideologe derselben, dass dort einfach es ganz normal ist, dass alle gesellschaftlichen Bereiche voll von gewinnbringenden Irrtümern sind. Und deswegen glaube ich grundsätzlich einem Durchschnittsarzt kein Wort, wenn er den Mund aufmacht. Ja? Weil das naturwissenschaftlich für mich hiermit bewiesen ist. Und diesen naturwissenschaftlichen Beweis muss erstmal jemand kritisieren oder irgendwie überzeugend in Frage stellen können, bevor ich sozusagen auch nur ein Wort glaube, das ein Durchschnittsmediziner behauptet.
Ne? So, das war's schon wieder für die heutige Abendtagesschau. Tschüssi.